Die Gemeinwesenarbeit, die Erwachsenenbildung, das Interesse an Lernen, als Definition von der Veranstaltung Gemeinwesenarbeit. Wir nehmen an, dass Gemeinschaften von Menschen die Fähigkeit entwickeln können, ihre Probleme selbst zu lösen. Wir glauben, dass Menschen Änderungen bejahen und sich selbst auch ändern können. Wir gehen davon aus, dass Menschen an entscheidenden Veränderungen, die sich in ihrem Gemeinwesen vollziehen, teilnehmen sollten, indem sie selbst mitwirken und mitbewirken, beeinflussen und kontrollieren. In der Hand eine Feder, um in der Gemeinwesenarbeit so lange auch tätig zu sein, eine Triebfeder, die uns immer wieder vorantreibt. Wir haben uns Was mich antreibt, ist, Menschen dabei zu unterstützen, mit sich selbst und mit anderen in Kontakt zu kommen. Und das emanzipatorische Sprachlernmethoden im Salzkammergut. Ja, das ist im Austausch zwischen Flüchtlingen und Österreicherinnen. Ist einerseits die Möglichkeit, dass bei uns in der Arbeit, wer das hat, und somit bin ich die kooperative Gewaltlosigkeit aufbaut, das sehr breit gefächert in der alternativen Friedensumwelt, Sozialbereich. Gescheiter und mächtiger zu werden. Auch wenn das vielleicht ein lebenslanger Weg ist, wenn ich mich anschaue und dann Ermutigung schaffen durch Verständigung, Verständnis, da ist auch viel Netzwerken drin. Passiert, dass aus Wut Mut wird und Ermutigung und Ermächtigung und eben die Leute gescheiter werden und mutiger werden, und das ist Demokratisierung und das ist einfach ganz spannend. Wenn Menschen wirklich selbst ermächtigt werden, einfach für ihre Bedürfnisse einstellen zu können, um das umsetzen zu können. Und das kommen auch vom Schöpfwerk. Meine Triebfeder in der Gemeinwesenarbeit ist einfach regelmäßig dabei sein zu können, wie sich Sachen entwickeln, die von mir weder angedacht noch irgendwie geplant waren. Und selber eigentlich nicht jetzt Gemeinwesenarbeit im klassischen Sinn, weil wir hauptsächlich mit Multiplikatorinnen arbeiten. Wir fördern aber sehr viele Projekte, die Gemeinwesenarbeit machen, agiert wird und auch sehr kreativ. Also das ist ein Bereich, wo sehr kreative Projektinitiativen. Also das ist so als eine Art Bestandsaufnahme gedacht, weil das, was wir hier in der Landschaft sozusagen, die österreichische, und da lässt sich sehr gut analysieren. Allgemeine Triebfeder ist eigentlich ja Gemeinschaft, Toleranz, Verständnis. Diese Triebfeder wurde hier am Bifeld wo ausgebaut, und das ist vielleicht unsere Triebfeder, das heißt, dass Bifeld selbst die Triebfeder sein mit den Themen, den Programmen und mit der Mitarbeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und so. Sind natürlich schon einschlägig vom Milieu her, vom Lebensstil her, die auch am Land sind und dann Training. Obwohl die im Verein kochen. Also das Bauern und Wiedervereinigung noch mal. Politischen Vereinnahmen und so, und dass das irgendwie wichtig ist. Du, und wer zahlt die Miete für diesen Raum? Die Miete zahlt Wohnpartner. Und Wohnpartner ist wer jetzt? Ist angesiedelt bei Wohnservice Wien. Ist der Kult? Es ist irrsinnig spannend, um diese unterschiedlichen Projekte kennenzulernen, auch mit unterschiedlichen Personen und Initiativen zu reden und dabei neue Einblicke zu bekommen. Ja. Was mir auffällt, ist, dass Integrationsarbeit am Land immer mehr thematisiert wird. Das heißt also, die Integrationsarbeit, die in Städten gemacht wurde, in Ballungszentren gemacht wurde, dass diese Probleme jetzt langsam aber sicher am Land ganz offensichtlich werden. Und da ist Handlungsbedarf.
Also ich finde es vor allem besonders spannend und wichtig, sich überhaupt solchen Themen zu stellen und immer wieder auch Orte zu finden, wo ich so diesen Leidensdruck, den ich habe, wenn ich außerhalb arbeite, nämlich auch ziemlich allein dazustehen und manchmal so das Gefühl zu haben, ich scheitere an den Strukturen und an mir selbst, hier ein Forum zu haben, zu merken, ich teile diesen Leidensdruck mit vielen und deshalb Voraussetzung ist, die mich hier stärkt und mit der ich gestärkt herausgehen kann. Bis jetzt habe ich viele Eindrücke gesammelt, weil so viele Projekte da sind aus verschiedensten Bereichen. Ich komme eher aus Erwachsenenbildungsbereich, aber diese Vielfalt, was da vorhanden war, war für mich interessant aus verschiedenen so Blickwinkeln, das anzuschauen, Problematik Gemeinwesenarbeit. Für mich persönlich war es sehr interessant, so viele verschiedene Projekte kennenzulernen und auch die unterschiedlichen Arbeitsweisen. Und einige Projekte sind auch ein bisschen ähnlich mit unseren Projekten, wobei ganz viele Projekte so den klassischen Ansatz hatten und unser Projekt so direkt die Bedürfnisse mit der Methode zusammenbringen. Okay, danke. Davor die Präsentationen zu den einzelnen Gruppen zu machen. Ich würde gerne in der Reihenfolge aufrufen und als erstes die Gruppe mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden bitten. Dass wir auf Gemeinsamkeiten eigentlich kommen. Also das beginnt eigentlich schon mit der Zielgruppe. Gefallen hat mir die Projektvielfalt und dass man für verschiedene Sachen kennengelernt hat und die Möglichkeit, dass man sie austauscht und durch Vernetzung auch vielleicht gemeinsame Ressourcen in der Gemeinwesenarbeit nutzen kann. Also was ich diesmal besonders interessant finde, ist die begriffliche Auseinandersetzung. So diese Abgrenzung Community Education, Community Development, Community Learning. Da denke ich, werden wir in unserer Einrichtung weiter nachdenken darüber, wo wir uns da befinden. Und ich habe eine ganz konkrete Idee auch mitgenommen, das habe ich sehr schön gefunden, inspiriert durch den Austausch mit anderen war die Idee, so ähnlich wie Tupperware-Partys, gibt es das im Bildungsbereich. Und das werden wir sicher in Tirol versuchen zu implementieren. Das sind jetzt punktuelle Informationen.